Auf unseren Jahrestag. Was soll das? $500 für einen echten Kuss von deiner Freundin. Das ist ein sehr, sehr schlechter Scherz, Junge. Ich scherze nicht. Ernsthaft? 1000. Und wir haben einen Deal. Simon, ist das jetzt dein Ernst? Ich habe mehr als 1500 in einem Jahr unserer Beziehung ausgegeben. Weißt du, eigentlich sind wir verlobt. 2000. Aber du musst jetzt sofort gehen. Das ist verrückt. Sorry, Babe. In dieser Welt dreht sich alles um Geld, nicht um Liebe. In nur einem Augenblick zerstörte ein Fremder meine Beziehung, um mich in seinen Besitz zu bringen. Mein Name ist Nina und dies ist meine Liebesgeschichte. Hey, warte! Was willst du von mir? Wer zum Teufel bist du? Ich bin Clark und ich mag dich. Oh, und deswegen wolltest du mich also kaufen? Oh, nicht dich, nur einen Kuss. Fahr zur Hölle, ich werde dich nicht küssen. Okay, gut. Das Wichtigste ist, dass du nicht mehr mit diesem Idioten zusammen bist. Ich war empört, aber irgendwie interessiert an ihm. Hör zu, magst du mit mir ausgehen? Ausgehen? Ja. Ich würde mich dir nicht mal annähern. Wow. Oh. Hi. Gott sei Dank, du bist wach. Wollte nur wissen, ob du lebst. Wie ist dein Name? Nina. Oh, Nina. Kannst du mir helfen, mein Kissen zu richten? Was zu richten, bitte? Das Kissen. Oh, ich habe schließlich mein Leben für dich riskiert. Okay. Nur deswegen. Nun, danke schön. Tatsächlich hoffe ich, dass ich mich jetzt zum letzten Mal von dir verabschiedet habe. Hier, bitte. Was? Warum? Was meinen Sie mit warum? Füttern Sie Ihren Freund. Er ist nicht mein Freund. Er ist nicht mein Freund. Er ist nicht... Was gibt's da zu lachen? Nimm es. Iss es. Oh ja, du kannst gehen. Ich kann alleine essen. Sag kein Wort. Und mach endlich deinen Mund auf. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Aber da ist etwas an diesem Kerl, das mich einfach anzieht. Wovon rede ich überhaupt? Er ist genau wie Simon. Der eine verkauft mich, der andere kauft mich. Nina, bist du da? Sorry, mach deinen Mund auf. Aha. Okay. Das war's, ich bin fertig. Hör zu, ich schätze wirklich, was du für mich getan hast, aber... Du schuldest mir einen Kaffee. Ja, natürlich, sobald du aus deinem Krankenhausbett kommst. Oh gut, gib mir deine Hand. Oh, in diesem Fall... Was machst du? Wir gehen zusammen ins Restaurant. Jetzt sofort. Nein. Sind Sie verrückt? Sie dürfen das Bett nicht verlassen. Ja. Aber wir haben ein Date. Nein, haben wir nicht. Ich gehe nirgendwo hin mit dir. Niemand geht irgendwo hin. Sie gehen jetzt ins Bett, sofort. Aber wir haben ein Date. Nein. Bitte, achten Sie auf Ihren Freund. Er ist nicht mein Freund. Das ist mir egal. Aber beruhigen Sie ihn, denn wenn er ohnmächtig wird, haben Sie das auf dem Gewissen. Haben wir ein Date? Nein. Okay, okay. Wir werden einen Kaffee trinken. Bitte geh einfach ins Bett. Okay. Ich kann nicht. Wir helfen Ihnen. Okay, okay.
Ja, ja, so, vorsichtig, vorsichtig mit dem Kopf. Danke, Doktor. Oh, bitte. Was? Nina. Kissen. Was soll das? Willst du mich etwa verarschen? Ich versuche, dich aufzuhalten. Warum? Weil ich Angst habe, dich nicht mehr wiederzusehen. Ich weiß nicht wie oder warum, aber ich blieb die Nacht über bei ihm. Als hätte mich etwas zum Bleiben gezwungen. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so viel gelacht oder so viele Komplimente gehört hatte. Es schien, als würde er alles für mich tun. Aber mag er mich wirklich? Übrigens, du hast mir noch nicht gesagt, warum du das getan hast. Entschuldigung? Lieferung für die schönste Frau der Welt. Ich glaube, das ist für Sie. Bitte schön. Ich danke Ihnen vielmals. Bitte. Wie hast du das gemacht? Nein, im Ernst. Sie sind so wunderschön. Du verdienst nur das Beste. Nun, Simon würde dir nicht zustimmen. Weil er ein Idiot ist. Was machst du? Nein, im Ernst, was machst du da? Ich möchte tanzen mit dir. Du möchtest was? Ernsthaft, du darfst das nicht. Du kannst deinem Retter nichts abschlagen. Okay, aber nicht lange. Natürlich nicht. Ein paar Stunden. Nicht länger. Das ist so seltsam. Aber weißt du was? Ich mag Violine wirklich sehr. Das merke ich mir. In dem Moment war in mir nicht die geringste Spur von Wut auf ihn übrig. Ich glaube, ich war bereit, auf 100 Dates mit ihm zu gehen. Aber ich hatte Angst, dass diese Beziehung nur eine Täuschung oder ein Kalkül war, wie es mit Simon der Fall war. Geht's dir gut? Ja, alles gut. Ich wusste, dass das passieren würde. Warte, die Blumen. Bitte. Bleib noch länger bei mir. Ich kann nicht ohne dich gesund werden. Okay. Ich weiß nicht, wie ich einschlief. Aber ich wünschte, ich hätte damals gewusst, was für eine Enttäuschung der nächste Morgen bringen würde. Ah, guten Morgen. Wie geht es dir? Sehr gut. Wie geht's dir? Wer zum Teufel seid ihr? Clarks Freunde, ja. Was geht hier vor? Wo ist Clark? Wissen wir nicht, aber ich bin froh, dass du bei ihm bist. Trotz der Wette. Welche Wette? Hat er dir nichts erzählt? Wir haben um dich gewettet. Nun, genauer gesagt, um Geld. Und er hat gewonnen. Also war das alles nur für Geld? Es fühlte sich an, als hätte mein Herz aufgehört zu schlagen. Es schien, als hätte Simon recht. Es gibt keinen Platz für die Liebe in dieser Welt. Hey, suchst du mich, meine Süße? Wie viel? Wie viel was? Wie viel hast du durch mich gewonnen? Haut ab! Weißt du, es ist nicht wirklich wichtig. Du bist genau wie Simon. Oh, nein. Schau, ich und, Ich, klar, dir geht es nur um dich selbst. Oh, und ums Geld, natürlich. Hör mir einfach zu. Nicht jetzt! Was zur Hölle? Alles, was ich gesagt habe, alles, was ich für dich empfinde, ist keine Wette. Als ich dich das erste Mal sah, hat mich deine Schönheit sprachlos gemacht. Und diese beiden Trottel, sie haben bemerkt, wie ich dich ansehe. Sie fordert mich auf, dich zu küssen. Gratuliere zum Sieg. Ja, aber nicht das Geld. Mein Sieg war, dass ich einen ganzen Abend mit der besten Frau der Welt verbringen durfte. Der besten? Der einzig besten.
Ich glaube, dies ist der Zeitpunkt. Willst du eine Wette machen? Warum? Dass ich der beste Freund sein werde, den du je hattest. Deal. In diesem Moment wurde mir klar, dass die Liebe das Einzige ist, woran man glauben sollte. Und kein Geld kann sie kaufen.